Damit Servus und herzlich willkommen zur Postmatch-Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg unserer Gäste Aue gegen den FC Ingolstadt 04. Nachdem der Redaktionsschluss droht, darf ich, nachdem ich jetzt euch alle hier begrüßt habe und natürlich auch oben im Logen- und Businessbereich begrüßt habe, Sie, Herr Dortchev, ganz kurz um ein kurzes Spielfazit bitten. Dankeschön. Ja, herzliches Glück auf. Ist korrekt so? Also das Spiel, was soll ich sagen, sehr intensives Spiel von beiden Seiten, von beiden Mannschaften. Wir haben erste Minuten brutalen Druck gehabt auf dem Platz. Die Mannschaft von Ingolstadt hat uns brutal gedrückt. Wir haben kaum Entlastung gehabt. Wir waren ein bisschen auch nervös zu diesem Zeitpunkt sowieso. Viel Respekt vom Gegner auch gleichzeitig. Und dann habe ich gedacht und habe ich auch meinem Trainer gesagt, wir müssen die Phase überstehen. Aber ist genau das nicht passiert. Dann entstand das 1-0 dadurch, durch ein kleines Missverständnis, vielleicht auch großes. Weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Dann fiel das 1-0. Zu diesem Zeitpunkt natürlich, in unserer Situation, sowas kann sehr fatal sein. Dann die Mannschaft verliert Glauben und auch Hoffnung, dass wir heute wieder was mitnehmen können hier. Weil wir stecken ganz, ganz tief in der Tabelle. Und nichtsdestotrotz bin der Meinung, und da muss ich Kompliment machen an meine Mannschaft, dass wir gerade das nicht gemacht haben. Je länger das Spiel dauerte, waren wir immer besser im Spiel, haben wir ein und andere Entlastung mehr. Und dann hat sich schon ein bisschen angedeutet, dass wir ein und andere gute Szene noch hatten in der Nähe von Ingolstadt, wo wir vielleicht auch gezeigt haben, dass wir auch noch mitspielen können. Und dann machen wir das sehr, sehr stark, das 1-1. Was auch uns wieder ins Spiel gebracht hat. Und dann, wie gesagt, je länger das Spiel dauerte, desto besser war alles. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Anlaufen. Waren sehr, sehr viele Laufwege für unsere offensive Kräfte. Die müssen immer sehr, sehr lange Wege gehen. Deswegen in der Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt. Ich glaube, dass zweite Halbzeit wesentlich besser war, was das betrifft. Und dann dieser Elfmeter natürlich war absolut berechtigt und dann belohnen wir uns für die harte Stück Arbeit und bin sehr, sehr glücklich heute, dass wir geschafft haben, heute in Ingolstadt gegen so einen starken Gegner zu überstehen und auch das Spiel für uns zu entscheiden. Dankeschön. Danke Ihnen, Herr Dortchev, und damit auch schon das Wort an dich, Rüdiger. Wie hast du den Pflichtspielauftakt im Jahr 2023 gesehen? Ja, zunächst mal Glückwünsche an Pavel und an Erzgebirge Aue, weil sie das Spiel gewonnen haben. Ja, ich habe es sehr, sehr ähnlich gesehen wie Pavel auch. Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Wir waren sofort drin, haben den Gegner direkt gestresst, haben viele Situationen gehabt, haben dann eigentlich glücklich zwar das Tor gemacht durch das Missverständnis, aber waren da eigentlich auch hochverdient, dass wir in Führung gegangen sind. Dann gab es Mitte der ersten Halbzeit so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, dass wir in der Zweikampfqualität ein bisschen nachgelassen haben, dass wir nicht mehr durchgezogen haben in gewissen Situationen oder den Gegner im Endeffekt nochmal laufen haben lassen. Und dann gab es diese erste große Chance für Aue, ja, wo wir Glück hatten. Dann haben wir nochmal das Spiel zurück in den Griff gekriegt, haben dann das Gefühl eigentlich, dass wir es 2-0 machen müssen. Ja, da haben wir diese Großchancen von mehreren Situationen und wenn du das 2-0 machst vor der Halbzeit, geht es eben wahrscheinlich in die eine Richtung. So hat Aue dann nochmal diesen letzten Angriff gestartet, um dann eben den Ausgleich zu machen, was für uns natürlich ärgerlich war. Auch da haben wir nicht zugegriffen im Mittelfeld, sondern haben den Gegner gewähren lassen. Und das sind natürlich Dinge, die dürfen einfach nicht passieren. Wir waren sehr, sehr ärgerlich, aber man sieht, dass in dieser Liga einfach alles möglich ist, dass jeder Gegner im Endeffekt immer wieder zurückschlagen kann. Deswegen Kompliment auch an Aue, dass sie sich nicht so beeinflussen haben lassen oder wir vielleicht auch das Zweite nicht gemacht haben. Das war dann ihr Quäntchen Glück, dass sie zurück ins Spiel gekommen sind. Dann haben sie in der Halbzeitpause oder nach der Halbzeitpause die ersten 10 Minuten auf jeden Fall auf Seiten der Auer. Da sind wir nicht gut rausgekommen, haben viele Ecken zulassen müssen. Und dann auch dann hatte ich eher wieder das Gefühl, dass wir wieder zurückgekommen sind, so ab Minute 55, 60, ja, wo wir wieder Druck gemacht haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 12 oder 13 Eckbälle. Aber wir haben uns einfach vorne nicht belohnt. Und dann kam die Elfmetersituation und dann kippt das Spiel genau in diese Richtung der Auer. Und dann sind wir noch angerannt, hatten sicherlich noch einige Abschlusschancen.
Aber am Ende des Tages haben wir den Ball nicht mehr reingebracht und deswegen Glückwunsch an Aue. Und wir müssen mit dem Ergebnis heute leben, ja, und müssen gucken, dass wir das eine oder andere natürlich verbessern, das ist ja klar. Aber im Großen und Ganzen, gerade am Anfang, man hat es jetzt das ganze Wochenende gesehen, der erste Spieltag nach der Winterpause, nach einer sehr, sehr langen Winterpause, war für viele nicht so einfach und für uns heute auch. Wir gehen mit dem Ergebnis vom Platz, das wir uns nicht vorgestellt haben. Und weiter geht's. Die Saison und die Spiele sind noch sehr, sehr viele und deswegen werden wir jetzt nicht irgendwie uns total vergraben, aber wir werden es natürlich ganz klar analysieren. Danke. Danke dir, Rüdiger. Weiter geht's auch mit dem Fragenhagel. Solltet ihr denn noch Nachfragen haben, dann bitte kurzes Handzeichen geben. Dann wandert das Mikro zu euch. Es macht keiner davon Gebrauch. Alles klar, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche den Gästen einen guten und vor allen Dingen sicheren Nachhauseweg und uns allen einen schönen Restabend. Bis bald im Audi Sportpark. Macht's es gut. Ciao, servus.